Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal oder willkommen zurück, falls du schon mal hier warst. Ich bin Froschberry und heute beginnt Hack Part 1, Infection, als erster Teil der Quadrilogie und damit auch ein etwas längeres Projekt meiner langen Spielliste der Schande. Der Mann des Schattens auf der Suche nach dem Abendrachen ist noch nicht zurückgekommen. Der Herd der Finsternis grollt. Helba, Königin der Finsternis, stellt schließlich ein Heer auf. Alparun, König des Lichts, grüßt sie. Und sie treffen sich am Fuße des Regenbogens. Die verfluchte Welle muss gemeinsam bekämpft werden. Der See von Alba brodelt. Der große Baum des Lichts fällt. Alle Macht zerfällt zu Tropfen im Tempel von Arche Köln. Wesen ohne Schatten, ihre Welt zerfällt zu nichts. Der Mann des Schattens auf der Suche nach dem Abenddrachen kehrt niemals mehr zurück. Okay, user registration is done. Now for a name. Yasuhiko's probably already there waiting for me. I'd better hurry. Registrierungsprozess für The World ist beendet. Name und Charaktername werden bestätigt. So, also mein Nutzername ist natürlich Froschberry. Hoch. Langer Name. Charaktername Drachen. Nee, das war Symbole und nach unten. Wie komme ich denn nach unten? Muss ich erst Eingabe machen? Ja, Drachen. Also Drachen ist eine blöde Übersetzung. Ich würde mal sagen, wir nennen ihn so, wie er heißen soll. Und das ist Kite. Und legen dann gleich los. Name Froschberry, Charaktername Kite. Name wird registriert, weiter. Ja, natürlich. Nutzerregistrierung wurde akzeptiert. Zum Starten des Spiels The World auf dem Desktop anklicken. Viel Spaß in The World. Neue E-Mail. Wow, ich kriege E-Mails. Ist ja wie im echten Leben wahrscheinlich nur Spam. Was gibt's denn? CC Corporation. The World ist aktualisiert worden zu Version
4.75. Sie enthält folgende Neuheiten. Monstertoleranz. Für manche Monstertypen richten bestimmte physische, magische Angriffe keinen Schaden an, da sie einen Verteidigungsmechanismus haben. Elementschlag. Okay. Angriffe mit Elementskill, Schatztruhen, Gegenstände. Je nach Typ der Schatztruhe, Loot ist wichtig, gibt es verschiedene Gegenstände. Viele Gegenstände gibt es jetzt an der Götterstatue. Okay. Danke für die Registrierung. Sagt auch, wie im Real Life. Wir kriegen einfach nur Spam-Mails. Das Spiel The World umfasst viele Server. Das Abenteuer beginnt mit der Eingabe von Codes an den Chaos-Thron in dem Root Towns, die sich auf jedem Server befinden. Ich möchte jetzt die Server und die Root Towns vorstellen. Aqua Capitan McAnu. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Beziehungsweise, wenn man es weiß. Und das wird einem, glaube ich, auch nochmal erklärt. Ich muss das jetzt nicht alles vorlesen. Das würde sowieso jeden langweilen. Aber ich habe mich gern registriert, danke. Und jetzt auf ins Abenteuer. Ich bin halt schon eingeschlafen. Von Yasuhiko. Hey, bist du fertig registriert? Was für einen Charakter spielst du? Wie ich schon in der Schule sagte, lege dir besser einen guten Namen zu. Ja, Drachen wäre jetzt nicht so gut gewesen. In the world bin ich Orca, also merke es dir. Verwende nicht meinen echten Namen. Okay, Yasuhiko. Hier kannst du eine andere Person sein. Vielleicht mehr die Person, die du wirklich sein möchtest. Du findest mich in Rootown. Also, gehen wir nach Rootown, oder? Oder gucken wir erstmal, was es so Neues in der Welt gibt. Neues Transportsystem, funktionstüchtig. Aha. Die Echtzeit-Transportkontrolle hat heute die Probezeit hinter sich und wird ab morgen im Einsatz sein. Es wird erwartet, dass durch dieses System chronische Staus abgebaut werden können. Chronische Staus, die Hauptfunktion des Systems, ist das Steuern der Ampelschaltung in Abhängigkeit von der Verkehrssituation. Okay, News sind langweilig. The World übertrifft 20 Millionen. Okay. Dezember 2007. Wo ist The World? Bisschen verspätet. Neurogoggle FMD. Datenbrillenmodell. Technik-News. Wir scheinen ein Technik-Nerd zu sein. Kompatibel mit dem populären Online-Spiel The World. Feder leicht mit Regenbogen-Augenschutz. 0,49 Fehlerrate. Für Klangerkennung. Im Chatmodus werden Pausen des Sprechers erkannt und als ... übersetzt. Eines Tages könnten Tastaturen überflüssig werden. Meine Räder werden überbewertet. Klack, 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 klack. WNC, offizielle Meldung. Das World Network Council gab heute bekannt, dass die Marktbeherrschung von Ultimate weltweit fast 100% erreicht hat. So wie Windows vielleicht? Das bedeutet, dass alle mit dem Netzwerk verbundenen Computer, ob geschäftlich oder privat, inzwischen Ultimate-kompatibel sind. Mhm. Also haben wir wieder einen machtgierigen Konzern, Ultimate. So. Aber wir wollen ja spielen. Mit Yasuhiko. Ich meine Orca. Aber erstmal. Nee, wir gucken jetzt nicht mal aufs Board. Wir wollen jetzt wirklich spielen. Aqua Capital McAnu. Unser Anfangsserver. Oh, Pixel. Ja, gerade so. Hey, it's me, Orca, the Blade Master. Wow, you look so different from the real Yasuhiko. Nothing like the real you. Ah, nimm mich gar nicht bei meinem echten Namen. Hallo Yasuhiko. Das erste, was Kai tut, ist halt einfach ihn Yasuhiko zu nennen. Jetzt weiß es jeder. Leak. Regardless of what I am in reality, I'm pretty well known here. Wofür? What? No, you look great. Oh, mit Smiley. Flirtest du? Anyway, take this.
It's dangerous to go alone. Take this. Du hast jetzt die Mitgliedsadresse von Orca. Member address is the flashmail address you can only access in the world. With flashmail, you can exchange messages with others in real time. It's mostly used by newbies to contact other players to form a party. Wow. Baby steps, wirklich. Es werden uns jetzt, wird uns jetzt wirklich alles erklärt. Try it out by inviting me to join your party. Wie kriege ich das hin? First, press the triangle button to open the menu. Okay. In the menu, select party. Mach ich das auch richtig? Names of players who gave you Level 50. Will be listed here. Choose a player you want to invite to your party and send a flash mail. Level 50, was für ein Poser. Started, you probably only have my member address. Now, press the X button twice to send a flash mail to me. Flash mail. Kommst du bitte in meine Gruppe? Ah, got it. Join my party. It's kind of weird mailing each other when we're face to face. Warum muss ich dann mailen? Kann ich nicht einfach Hallo, Rechtsklick, ich möchte dich in meine Gruppe einladen. Muss gleich eine ganze E-Mail schreiben. Wow. See? My name appears under your screen. That means I'm in your party. Sogar dein Kopf erscheint da. By the way, flashmail is only available when you're in a town. Wieso? Kann ich dich nicht außerhalb adden? Das ist ja... Das ist schlecht. Was ist, wenn ich nur zu zweit bin oder alleine und du läufst da rum? Oh, and you can't contact people when they're not logged into the world. Also kann ich nicht mal eine Nachricht schreiben. So, komm wieder. People do have a life, you know. We're not online 24/7. Ach, das halte ich für ein Gerücht. Also, ich bin 24/7 online. Ich weiß ja nicht, was du für ein Leben hast. Ich gehe nicht zur Schule, ich gehe nicht arbeiten, ich schlafe nicht, ich esse nicht. Bin nur am Spielen. In other words, you can't always count on the same members to form a party. Ja, ist ja gut. Kann ja nicht jeder so ein Nerd sein. So, try to get as many member addresses as you can. You'll have more fun that way. Ganz viele Flashmails sammeln. Es könnte auch so ganz viele Nummern sammeln. Well, how you play is up to you. But since EXP and stuff isn't divided among party members, you really don't benefit if you go solo. Och Manno, ich wollte Kite auf jeden Fall solo leveln, aber das scheint ja jetzt nicht zu klappen. Okay. Der bekannte Trick beim RPG. Alle anderen Mitglieder einfach töten. Für Newbies, okay. Für Level 1. Für Babys. This is the Chaos Gate. Sort of transfer device that takes us from one place to another. Now, press the X button. Oh, wo ist denn X? Da ist X. Each play zone is called an area, determined by a combination of three keywords. Ja, das mit den Keywords, das weiß ich noch. Das ist ein sehr nettes System. Select new keyword. Damit kann man sich sozusagen das Level machen, was man auch haben möchte. This is the keyword screen. At the top is the entry plate. You put the three selected keywords one by one for each part, A, B, and C. Left of the entry plate is all the keywords you have. You can collect more of them by reading your emails, the board, and from other players. Das heißt, wir müssen ganz viel stalken und nach Keywords Ausschau halten. Und einfach die Keywords von den Usern nehmen, die sie einfach ins Board gepostet haben oder gefunden haben und dann lernen wir dort alle Schätze aus. Looten. Now, let's enter some keywords by starting with part A. Explodierend. Select bursting from the list. Good. Next for part B, select passed over. Übergang. For the last one in part C, select und Aquafield. Aquafeld. Now you're done specifying the area. Und dadurch entsteht ein Element, meistens
und die Struktur vom Level und deshalb ist jedes Level in Hack dann immer ziemlich unique. Und diesmal haben wir Kampflevel 1 und Holz. Ich glaube, da kann uns nicht wirklich was gefährlich werden. Oh, one more thing. You see the symbol on the left next to the keyword? That's the server symbol. It indicates which server you are currently logged on to. This symbol is Delta, so we're logged on to the Delta server. Ach, hätte ich jetzt nicht gesehen, Mr. Orca. The list on the bottom right is the area status list. See the jewel next to the field type and dungeon? Ja, und es glitzert, es brennt in meinen Augen. That indicates how the selected keyword affects the status. For example, check the field type. See the jewel on the right? This means that the field type is being determined by Aquafield, the keyword in C. Im Grunde erklärt jetzt einfach das, was ich gerade eben in Schnelldurchlauf erklärt habe. Aber wir sind ja nett und wir sind ja nur halbblind in diesem Playthrough und wir lassen Orca natürlich ausreden. Wir sind ja nett, kind of wenn er ein bisschen posen möchte. But once we learn the effect of that keyword, we can combine it with other keywords effectively. For more details, check out the board on your own time. All right, let's get going to the Delta Bursting Past Over Aquafield. Select Warp. Habe ich jetzt echt X gedrückt? Wow, ich komme endlich nach fast 18 Minuten in mein erstes Level. Wow, diese Ladezeiten. Ladezeiten. Before we get going, let me explain about the camera control. Die sind okay so, glaube ich. During the game, enemies will attack from all directions. The idea is to adjust your view quickly to see your enemy and grasp the situation. I'll explain more later, but remember, you can only use skills on targets you can see. Basically, if you don't use the camera right, you'll be dead before you know it. Ja, daran kann ich mich gut erinnern. Das wird wahrscheinlich auch zu ein oder mehreren Toten führen und zu ein paar geschädigten Controllern. First, rotate the camera. Push either the L1 button or the R1 button to move the camera. Ich glaube, wir haben das verstanden, Orca. Good. Next, let's zoom in and zoom out. You can zoom the camera in or out by using the right analog stick. Zoom in, zoom out. Come in and find out. Nochmal. Yeah, that's it. Finally, you reset the camera by pushing the R2 button. Wow. There you go. Remember, when the battle starts, constantly adjust your camera. Okay, and this is the field. It's the lowest level in the area. When you want to return to the town, press the triangle button and select Gate Out from the menu. Grassland, wilderness, and jungle are some of the field types. You can set them with keywords. The combination of field type and weather determines the area elements. For example, if it's a grassland and it's raining, that area will be a water element stage. The elements also affect the type of monsters that will appear and the items you can get. Don't worry about it now. As you get used to it, combine words to get different elements. Now, let's get going on our quest. First, check the map. Kann der mal die Luft anhalten? Ich will ja nicht unfreundlich sein, deshalb lasse ich ihn hier so auslabern, aber ich wette, ich hätte das schneller erklären können in 2-3 Sätzen. You see the red down arrow on it? Ja. That's the gate. In the dungeon's deepest level, there's a god statue that usually holds a rare item. Also loot, loot, loot. Basically, the goal is to reach this statue. But enemies are often tougher down there, so gain some levels above ground. Ein paar Levels, einfach mal so. Der glaubt, das ist so einfach mit seinem Level 50, mit seinem Poser-Level hier. Okay, wait a sec. Orca benutzt Feenkugel. By
using the fairy's orb, hidden data on the map becomes visible, like this. Yellow areas on the map show magic portals, where you encounter monsters and treasures. Treasures? All right. How about we go pick a fight? Head for one of the magic portals. Alles klar, ich darf mich endlich bewegen allein. Nein, darf ich nicht. Oh, ein Goblin. Oh, du. Er kennst mir jetzt echt, wie ich X drücke. Wow, ich glaube, ich kann das. Wow, 0? Warum? Ach so, ich treffe nicht immer. Wow, ich habe einen Goblin getötet. Er hat nur ein EXP bekommen mit seinen Level 50. Skills. Oh, wir haben Skills jetzt schon mit Level 1. Okay, then. Choose Rep from the list. Als Angriff, Magie, Rep und Erholung. When the target cursor appears, select the target and press the X button to execute. Alles klar. That's it. Pretty easy, huh? Ja, hätte ich auch allein rausgefunden. Recovery or remedy skills and the enemy for attack skills. Remember, you can only apply skills to targets within your view. Heißt das, es gibt auch unsichtbare Ziele, Monster? Before using a skill, adjust the camera. Ach so, ich muss das die Kamera wieder so richten. Ach ja, wenn die hinter mir sind, dann ist scheiße. Wow, er hat es selber rausgefunden. Ja, ich war ein bisschen. Ich wollte dich schon ausschalten und einfach muten. Wirklich? Okay. I'll teach you the command to get your members to keep. Du hast doch gerade gesagt, dass du jetzt deine Klappe hältst. Okay, then. Press the square button to open the menu. Ach ja. Ja, Sohiko ist ein bisschen. Ich meine, Orca ist ein bisschen selbstverliebt. Next, in seine Skills. Go ahead and choose first aid from the menu. Mann, bist du pingelig. Ja, du hast doch gerade gesagt, dass ich das drücken soll. Well, it's good to be the boss, isn't it? Ja. Ich bin der Boss. Ich bin Drachen, ich meine Kite. When you add new members to the party, try various chat commands to see their effects. That's it for now. Just remember what you learned and start exploring. Dürfen wir jetzt wirklich? When you think you're ready, we'll head for the dungeon. Wir dürfen wirklich. Oh, ich darf mich bewegen. Oh. Oh, ist das klobig, ist das schön, ist das alt, ist das wundervoll. War? Nee, das war der falsche. Hallo? Hast du mir gerade meinen Goblin geklaut? Ich wollte doch den Goblin töten. Yay. Junge. Du hast mir schon wieder den Goblin geklaut. Könnte ich jetzt wenigstens davon ein Level abkriegen, wenn du mir schon alles klaust? Du leerst hier das Feld ohne mich. Super. Mäh. Also, was ist das denn? Was ist das? Sieht seltsam aus. The World macht echt Spaß, oder? Ja, wenn du weniger reden würdest, würde es noch mehr Spaß machen. Können wir das noch nicht anvisieren? Ach doch, da oben links. The spring has a strange feel. Maybe I should throw in a weapon or a piece of armor. Haben wir dafür was? Diese Quelle fühlt sich merkwürdig an. Vielleicht sollte ich eine Waffe oder einen Gegenstand hineinwerfen. Okay. Du hast nichts zum Hineinwerfen. Frosch ist sad. Na du, na gut. Also ist hier alles schon geklärt. Wir sehen, dass auf der Karte nichts mehr ist. Was war das gerade? First Person? Okay, ab ins Dungeon.
Oh, diese Ladezeiten. Now we can start exploring the dungeon. Hallo, willst du jetzt weiter labern oder was? Ich dachte, du hast mir jetzt die Basics erklärt. One thing you need to remember is that you can't gate out when you're in a dungeon. Okay, das habe ich mir schon gedacht. To gate out and return to the town, you have to go back to the field. The sprite Ocarina will warp you to the surface, but you can't use it during battle. Mhm. Wäre auch unlogisch. This is the treasure box, but you knew that. Er hält jetzt wieder einen seiner langen Vorträge. Ein Schatz. You should know that there are two types of treasure boxes. Normal and booby-trapped. Booby-trapped? This one's normal. Hit the X button to open it. Was kriege ich? Du hast jetzt Auferstehung. Mhm. Damit ich sterben kann und Orca alles allein macht, oder wie? This one's booby-trapped. Booby-trapped. Notice a different color? Try to open it as is, and you're screwed. Wirklich? Just use the fortune wire. Ich werde das irgendwie probieren, aber ich mach lieber mal, was er sagt. Du hast... Nee, Orca hat Glücksdraht verwendet. Schade. See? Now it's safe to open. Press the X button to open it. Du hast jetzt der Tod. Und was macht der Tod? Oh, das war immer noch First Person View. Was macht denn der Tod? Der Tod. Gift LP sinken mit der Zeit. Okay. Gibt 100 SP. Feenkugel. Okay, ich glaube, hier können wir noch nicht so viel machen. Oh, Pixel-Zwischensequenz. Warum geht ihr denn so langsam? Hui, wer war das? Did you just see that? Ja. Was that thing chasing her? Yeah, but something like that on this level? Auf diesem Level? Naja, Level 1, ne? Also gehört das nicht dazu. Ich dachte, das ist so ein geiles Feature. Also erstmal nach links, weil wer weiß, vielleicht haben die da was gedroppt. Überanstreng dich nicht, Kite. Ja, also als ob ich mich hier überanstrengen würde mit meinem Level 1. Hier ist bestimmt was. Huch. Better watch out. We're trapped in here. Na klar, war klar. Gibt's wenigstens eine Schatztruhe? There are rooms with traps everywhere. The only way to get out of a trap like this is by activating all the magic portals in the room. Ah, das war ja klar. Alright, let's charge to that magic portal. Ich bin so froh, wenn wir aus dem Tutorial raus sind. Nee, das lohnt nicht. Der macht mir hier gleich wieder... Ja, er hat wieder One-Hit-Kill gemacht. Du oller Sack! Ja, nix sollst du machen. Aber... Wir wollten ja eigentlich... Warum geht's denn jetzt hier runter? Sollte ich jetzt dem Mädchen erstmal folgen? Oder hier weitergehen? Ich will halt wissen, ob es hier Glut gibt, ne? Ich überanstrenge mich nicht. Glaub mir doch jetzt mal. Ach, hier scheint es nicht so viel zu geben. Also können wir danach gleich wieder hochgehen. Boah, 5000. Das wird easy. 5000 Schaden einfach. Und was haben wir hier? Du hast jetzt die Auferstehung. Also mit Orca brauchen wir bestimmt nicht. Oh, da ist eine gezinkte. Was war das nochmal? Glücksdraht. Riskanter Schatz. Falle entschärft. Was drin? Du hast jetzt Brigandine. Brigandine. Bei Ausrüstung wahrscheinlich und... Nomadenkapuze. Die können wir gar nicht anlegen.
Brauchen wir dafür ein bestimmtes Level? Ausrüstung Brigandine. Level 3, schwerer Körperschutz. Von Twinblade, Longarm und Wavemaster. Ja gut, wir sind Level 1. Also ich glaube, da können wir nicht... Da können wir nicht anlegen. Wir können es nicht anlegen. Ah, hier ist die Loot-Statue. There's only one of them at the dungeon's deepest level. And you can get rare items from it. That's enough adventure for now. Let's grab the treasure and get back to town, shall we? Aber ich möchte das noch komplett aufdecken. If we had a Sprite Oak Arena, we could warp out of here. But we don't have one. Ich laufe auch gern zu Fuß wieder hoch. So, was ist hier drin? Stahlklingen. Gelbes Bonbon. Schmeckt es nach Zitrone? Regenbogenkarte. Was haben wir denn da bekommen? Amateurklingen, Stahlklingen. Aha. Dadurch können wir dann den Säbelentzug nicht mehr einsetzen, aber die Tiger klauen und sie ist stärker. Und sonst war ja nichts an... Was ist das Bonbon? Gelbes Bonbon. Nicht verwendbar zum Verkauf oder Tausch. Die Regenbogenkarte auch. Also es ist einfach nur Loot, die man für teuer Geld Money, Money, Money verkaufen kann. Money, Money, Money. Huch. Und noch mehr Pixel-Action. Das gehört aber nicht ins Spiel, oder? Or was the rumor true? Gerüchte? Take this. Huh? It's dangerous to go please alone. Take this. There's no time. Please. What's this? A great force. The power it holds can bring forth either salvation or destruction at the whim of the user. You're... It's coming. Was denn? Was denn? Was kommt denn? Was soll ich denn machen? Ein bisschen mehr Input hier. Run. It'll kill you. Du machst das schon. What the hell? Oder doch nicht? Yasuhiko! Orca. Und jetzt? Wer nimmt jetzt das Buch? Wahrscheinlich ich. Mit meinem Level 1 und... Jetzt erwischt es mich auch. Hä? Und tschüss. Wer hat mich denn da ausgeloggt? Systemerror. Wollt aber weiterspielen? Jetzt wurde die Quest gerade interessant. Huch. Einfach das Buch despawned in mir drin, in meinem Charakter. Und wo bin ich da eigentlich? Oh. Nette Augen. What
was wrong with Yasuhiko? Why was he upset? Warum war er denn so sauer? Ich glaube nicht, dass er sauer war. Ich weiß auch nicht, was ist denn mit ihm passiert? I wanted to ask him, but he wouldn't even pick up the phone. Du hast ihn bestimmt verärgert, weil du ihn dauernd Yasuhiko genannt hast. And then? Und dann? The next day, I found out that Yasuhiko had been hospitalized. I rushed to the hospital, but they wouldn't even let me see him. Warum? Warum durftest du ihn denn nicht besuchen? But I guess it's better this way. I didn't want to see him all week, and he wouldn't want that either. Ja, wahrscheinlich würde er sich dann blöd fühlen. Also, du weißt ja, wie er gepostet hat mit seinem Level 50. Und er konnte dem Stab-Dingsi-Bumsi nicht mal irgendwie ein HP abziehen. Das hat ihn bestimmt schwer getroffen, sein Ego. But what the hell happened to him? Das würde ich auch gern wissen. I have a feeling that the key to it is somewhere in the world. Tja, dann müssen wir wohl weiter spielen und gucken, was da so vor sich geht. Oh, no, man.